Nikola Tesla Fehlenergie, freie Energiegeneratorpläne, die geheimen Baupläne von Nikola. Ist das nur ein Gerücht oder nicht Generator Nikola Tesla freie Energie tatsächlich existieren? Wenn freie ist ein Generator von Nikola Tesla, ist nur zu fragen, ob es in der Tat Generatoren der freien Energie. Ich möchte Ihnen sagen, was vor kurzem passiert mir und Sie können Ihre eigene Meinung zu bilden. Vor kurzem stieß ich auf ein bemerkenswertes Buch der Mann in Risk Factory und ich werde nie mehr dieselbe sein. Normalerweise vermeide ich mein Wertesystem der Literatur zugewandt, aber die stärkere Version Informationen über Registranten haben enorme Fortschritte in der wissenschaftlichen Leistung gemacht. Die beiden denkwürdigsten Auftritte wurde beschrieben: Edward Leeds Calvin und Nikola Tesla. Edward war klein, aber baute ein riesiges Denkmal. Coral Castle mit Hilfe von elektromagnetischen Manipulationen. Registrieren Sie sich jetzt für Ihre Kenntnisse des Magnetismus in einem Buch über die moralische Erziehung von Nikola Tesla bekannt. War der Mann hinter dem zweiten Mann, bietet kostenlose Energiegenerator Nikola Tesla als intelligentester Mann auf der internationalen Bühne? Darunter auch Albert Einstein bekannt. Tesla war ein Wissenschaftler von großem Talent und einige seiner Patente noch durch einige der besten Wissenschaftler von heute überrascht. Tesla öffnete die Türen der Kommunikation mit Frequenzen, die auf intelligente Weise reagieren. Aliens und Initiator der meisten Dienstleistungen wurde auf Thomas Edison ausgezeichnet. Er wurde für seine Arbeit in Magnetismus und Elektrizität anerkannt und auch behauptet, um die Frequenzen wissen könnten bestimmte Krankheiten zu heilen. Auch gelang heiß zu werden und störte einige der reichsten Männer der Welt zu der Zeit. Nicht, dass es seine Schuld, dass sie den Kommandanten gefragt hatte, war: Erstellen Sie ein kostenloses Energiegenerator angetrieben durch die in unserer Umwelt erzeugten Energie. Die Probleme begannen, als der Tag sollte freie Energiegenerator. Tesla plant für die Industrie, die auf einem Gerät gemacht hat, zu zeigen. Seine Antwort auf die Tesla-Generator war zweifach. Erstens konnte ihre Augen vor Staunen nicht glauben, aber auf der anderen Seite, Tesla wie ein Aufruhr, die greifbar in der Luft verursacht. Namen der Männer, die dort waren, um Zeuge seiner Erfindung wurde nie aufgedeckt, aber anscheinend sind alle sehr wichtige historische Figuren. Die freie Energiegenerator Nikola Tesla präsentiert eine große Bedrohung für die reichen Industriemagnaten und ihre Nachkommen in dem Maße, dass sein Leben in Gefahr war. Tesla hat eine sehr innovative wissenschaftliche Methode, um Energie genommen und wurde daher das größte Übel bekannt. Reiche Leute, dass er und seine gesponserte Arbeit. Sobald aus dem reichen Nikola Tesla organisierte, sollte von der Öffentlichkeit abgetrennt sein und seine Arbeit nicht zugänglich ist, vor allem die freie Energiegenerator. Also daher. Alle Mittel wurden erheblich reduziert und Tesla war eine leichte Beute. Kurz nach diesen Ereignissen wurde Tesla tot in seinem Hotelzimmer gefunden. Seine Arbeit und sein Name fiel von historischen Dokumenten, wie wir sie heute kennen. Was geschah mit den Plänen für freie Energiegenerator Nikola Tesla? Tesla und die meisten seiner Arbeiten wurden in Lehrbüchern veröffentlicht. Sein Name erschien nicht mehr in den Referenzen auf globale Bildung und jetzt ist es schwierig, die Spuren seiner Arbeit überall finden. Aber ein Brief mit dem Titel Fehlenergieplangenerator enthüllt die freie Energiegenerator-Pläne haben vor kurzem wieder aufgetaucht.
Die Wissenschaftler und Experimentatoren überprüfen den Inhalt und stimmen zu, dass es wirklich funktioniert. Schließlich Teslas Arbeit bekommt die Anerkennung, die sie verdient.